man lebt mit dem Wetter. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, das Erste, was ich früh im Schlafanzug mache, mit Streifen, ist nach der Wetterkarte gucken. Und wirklich, bevor ich abends ins Bett gehe, gucke ich nach der Wetterkarte. Denn da steht und fällt alles mit. Ich komme ja aus dem Osten, da Wismar, Rostock die Ecke. Und da bin ich das erste Mal mit der Klasse aus Thüringen in eine große Werft reingelaufen und stehe da an so einem Trockendock und sehe dieses riesengroße Schiff. Ne? Da war für mich klar, ich will mal zur See fahren und damals Kraft meiner Wassersuppe auch, ich will mal Kapitän werden. Also einfach war es nicht. Man wurde natürlich 3, 4, 5, 6 Mal durchgeschickt, von der Stasi, denke ich mal. Ich musste meiner Oma in West-Berlin abschwören, der ich dann trotzdem Karten geschickt habe. Aber man wurde dann ja Reisekader. Bin ja mit 16 zur See, Deckshand, ne? Und dann Matrose, Vollmatrose, Bootsmann. Und dann bin ich später zur Seefahrtsschule gegangen, 3., 2., 1. Offizier. Und eigentlich habe ich alles gefahren. Ich habe Frachter gefahren, Ro-Ro-Schiffe, alles, was es so gibt. Ich habe so praktisch den Weg gegangen, was mir persönlich ganz gut tat später, weil man hat alle Stufen selber durch. Dann fiel das ja alles in sich zusammen, wie viele große Betriebe auch an Land. Bin dann auch arbeitslos geworden. Ne? Ich bin dann aber gleich rüber zu Hapag-Lloyd. Und dann dachte ich, Mensch, jetzt auf dem Hapag-Lloyd-Schiff, auf dem großen Schlepper war das. Dachte ich, oh, Hapag-Lloyd, Gottes eigene Reederei, ne? Sogar die Rettungsringe aus Gold. Und, aber wenn man sich da reingekniet hat, ist man schnell mit und man hat auch schnell die Anerkennung der Kurierin. Also die ersten 3 Tage auf dem Schlepper war ich natürlich der aus dem Osten. Aber nach einer Woche war das vorbei. Dann nach 2 Jahren habe ich da aufgehört und Kapitän geworden auf einem großen Flüssiggastanker. Ich bin ja nur einer, der gerne mit Menschen zusammen ist. Ne, und auf so einem Tanker sind sie 18 Personen. Da sind sie 8 Monate zusammen. Ich kannte dem Schief seine Lebensgeschichte in- und auswendig und was weiß ich. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, ich muss mal irgendwas anderes machen. Und wie das im Leben so ist, ein Kumpel hat mich angesprochen, die suchen bei Deilmann Kapitäne. Da habe ich geguckt, Deilmann Traumschiff. Und so bin ich dann ins Showgeschäft eingestiegen. Also bin ich praktisch auf die Berlin gegangen, das erste Traumschiff, und später dann eben auch auf die Deutschland. Man hat natürlich auch viele bekannte Leute mal so kennengelernt. Sascha Hehn oder Dirty Harry oder so Sachen. Das war eben eine schöne Sache. Und das hat man dann eben auch nur auf so einem Schiff. Das habe ich aber auch sehr genossen, gebe ich ehrlich zu. Da habe ich dann so ein bisschen mit dem Gorbatschow, da habe ich gesagt, Mensch, guck mal, eigentlich habe ich dir zu verdanken, dass ich hier stehe. Ich komme ja aus dem Osten, ne? Und er hat ja damals doch die Türen aufgestoßen, darf man nicht vergessen. Nee, das waren schon Sachen, wirklich gute Sachen, und das hat ihn auch sehr beeindruckt. Oder auch Herr Gauck, so ruhig, das fand ich toll, eine tolle Sache. Viele Sachen haben gewechselt, man hat jetzt natürlich als Kapitän auf so einem Schiff mit 2800 Passagieren oder 2500 nicht mehr so den engen Kontakt. Aber man soll sich das beibehalten, seine Runden drehen. Und also mir gefällt das. Und was hier noch dazu kommt, ich habe hier eine richtig große Crew, teilweise bis 42 verschiedene Nationen an Bord. Das hält einen auf Trab, aber es ist auch schön. Und das meine ich eben auch für junge Leute. Die müssen ja nicht ein Leben zur See fahren, so wie ich. Aber wenn hier ein junger Mensch kommt, arbeitet mal 2, 3 Jahre im Restaurant, das öffnet einen. Das wirklich, das ist eine tolle Sache und das gefällt mir auch heute mal noch. Sehen Sie, kriege ich richtig Gänsehaut. Ja, das war so ein bisschen Schockstahl. Ne? Ich denke ja, wie für uns alle, die Reise hat gerade begonnen. Wir waren, glaube ich, 2 Tage unterwegs, gerade Einschiffung. 2, 3 Tage später Ausschiffung, wir wissen alle warum. Und dann haben wir gesagt, Mensch, wir müssen irgendwas machen. Einmal für die Gäste, aber auch für uns. Und da sind wir dann auf die Idee gekommen mit dem, und das war wunderschön. Der Anlass nicht, aber ich denke, das war ein sehr, sehr emotionaler Moment für alle. Für die, die mit den Töpfen geklappert haben. Für den Kapitän, der gegrüßt hat. Und dann, worum es ja ging, dieses zu sagen, wir sehen uns wieder. Und das hat geklappt. Da wird mir heute noch. Und dann kamen noch mal die Tränen. Und mich die ersten Gäste wiedergekommen sind. Sie wissen ja, ne? So erst 40%, 60%. Und da haben wir auch wieder unten gestanden. Und haben auch gesagt,
Willkommen an Bord. Das war eine tolle Geschichte. Werde ich mein Leben, auch alle jungen Leute, die dabei waren und die Passagiere, nie vergessen. Sokrates hat gesagt, es gibt drei Arten von Menschen. Die Toten, die Lebenden und die Seefahrer. Ne? Das ist so eine Geschichte. Ist auch was dran. Man muss es mögen. Man muss es mögen. Genauso wie man es mögen muss, auf ein Passagierschiff fahren zu wollen. Ne? Sich das, aber das, also ich möchte das nicht missen.